Weiter geht's mit den Lieblingsfoodspots in Bonn. Du meinst ja, du willst was Kleines, was Süßes. Ja. Also führe ich dich zur besten Eisdiele in Deutschland 2015 ins Eislabor in Bonn. Passionsfrucht, sehr, sehr kranke Sommerwave. Ja. Mhm. Knallt? Mhm. Total geil. Diese Schokoladenhaube ist so mega knusprig. Dann hast du innen drin so ein sahniges Eis, wie so Eiskonfekt. So Eis kann man gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Checkst du, wie die hier so einfach komplett auf Kekswave sind? Sogar die Löffel sind. Sogar die Löffel sind aus Keks. Das ist geil. Und nichtsdestotrotz, sehr, sehr lecker. Nice Erfrischung zwischendurch. Und eine super Eisdiele. Was laut Eric nicht fehlen darf, die berühmte Calador Pizza. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Qualität scheiße ist, aber das ist jetzt nicht so mit Liebe gebacken und so. Weißt du, wie ich meine? Das geht schnell so und das muss auch wirklich schnell gehen. Weil, wie gesagt, hier kommt man so um 3 Uhr nachts hin, dann stehen hier 100 Leute, die wollen alle ihre Pizza haben. Ist richtig Action-Nacht, oder wie? Genau. Also es macht mehr Sinn als gedacht, Bolognese auf Pizza. Schön knusprig auch, oder? Mhm. Mhm. Auch der Boden, auch wie sie steht. Das haben die tatsächlich besser gemacht als sonst. Sag ganz ehrlich, Bruder, du kannst sagen, dass sie scheiße ist. Ist sie gar nicht. Nein. Ist sie echt nicht. Nein, die ist nicht scheiße. Die ist schon, die ist super lecker. Das hat so 100% seine Daseinsberechtigung. An so einem faulen Sonntag, wenn man gesoffen hat, so weißt du, das ist so ein Ding, mit dem schickst du dich aus dem Leben.